Oh, mein Glas passt zu meinem Paket. Ich habe ein rosa Paket. Warte, liege ich da mit anders? Moment. Ah, nee, okay. Gut, everything's fine. Hä, wieso gibt's denn das? Okay, I don't know. Hey, Welt, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und für die, die neu sind, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lina und das ist meine kleine Welt. Und heute habe ich mal wieder ein rosanes Paket. Da steht nichts drauf. Also hier kann ich nichts liegen. Auf der anderen Seite sind 5000 Sticker, die... Ja, lass nicht drüber reden. Es ist von Colourpop. Und ich habe vor Monaten, ich glaube vor 3 oder so, was haben wir denn jetzt? Ja, vor 3 Monaten habe ich bei Colourpop bestellt. Ich glaube, das haben einige mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ich habe zwischendurch auch schon wieder vergessen. Das Paket ist auch schon eine ganze Weile da, aber dann, ich dachte immer so, ja, du machst auf jeden Fall das Video. Dann war Spooky Season, dann hatte ich dafür keinen Platz in meinem Videoplan und dann hatte ich psychisch keine Kraft dafür, einfach irgendwas zu machen. Heute ist ganz okay, deswegen gucken wir uns jetzt endlich mal diese Colourpop-Bestellung an. Es sind 3 Artikel, eine Eyeshadow-Palette, ein Shock Blush und ein Concealer. Ich hoffe, der ist jetzt noch gut. Der ist halt 3 Monate gefühlt in diesem Paket. Also erstmal zu dem Shipping-Ding. Es hat ungefähr einen Monat gedauert, bis es angekommen ist. Ich habe es, glaube ich, am 16. oder am 19. bestellt. Jetzt extra nochmal rausgesucht, wann habe ich denn das bestellt? Am 19. September habe ich es bestellt und das hier war am 12. der erste Zustellversuch. Fast einen Monat. Was habe ich denn damals bezahlt? Ich glaube, oh Gott, 46 US-Dollar. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn in Euro bezahlt? Ah, hier, 40,66 Euro haben sie abgebucht. Also da war der Wechselkurs 1 zu 1,13. 40,66 Euro habe ich bezahlt plus... Nochmal der Zoll, der ja grundsätzlich eigentlich nicht so viel ist. Das waren 8,27 Euro, aber es gibt noch eine Auslagepauschale von DHL, der auch nochmal 6 Euro beträgt. Kommst du leider nicht drum rum, musst du bezahlen. Dementsprechend habe ich nochmal 14,27 Euro draufgezahlt, also knapp, was hatte ich jetzt gesagt? 55 Euro irgendwas, paar zerquetschte. Habe ich jetzt letztendlich für 3 Produkte bezahlt. Also würde ich sagen, wir machen dieses Paket jetzt endlich mal auf. Ich hatte es schon mal auf, weil ich gucken wollte, ob es heil ist. Das war es Gott sei Dank, weil es ist... tatsächlich sehr, sehr gut verpackt worden in Plopfolie. Da hatte ich ein bisschen Angst, weil es ja einen richtig weiten Weg hat aus, ich weiß nicht, wo steht es? Steht nämlich auch Made in LA. Dementsprechend hat es natürlich einen ganz schön weiten Weg und ich hatte echt Angst, dass das nichts wird. Ich glaube, ich filme das mal wieder mit dem Handy, das ist am einfachsten. Dann können wir das hier gleich wieder mit einblenden, dann habt ihr auch gleich a better picture. So, ich muss das jetzt mal kurz irgendwie so machen, dass man das irgendwie so, genau. Made in LA, na, sieht man hier. So, dann machen wir das mal auf. Das war noch Sommerzeiten, deswegen ist das Packaging, glaube ich, auch so süß und freundlich. So, und da haben wir auch gleich schon einmal einen Concealer, den ich bestellt habe. Ich war super neugierig. Und Concealer bin ich immer neugierig. Der heißt Pretty Fresh. Das ist die Farbe Fair 20N. Ich hoffe, das bereue ich nicht. Schauen wir mal. Dann habe ich diesen kleinen Shock Blush. Das ist so ein Orange-Rotton. Also jetzt in der Kamera sieht er roter aus, als er eigentlich ist. Das ist die Farbe Georgette. Ich dachte eigentlich auch, der ist orangener, so wie irgendwie immer gefühlt. Und das Hauptstück, warum ich es gekauft habe oder überhaupt bestellt habe, ist diese Palette gewesen. Die It's a Mood Palette. Ich liebe allein schon das hier. Und es hat so eine Soft-Touch-Haptik. Mega geil. Oh, wie kriege ich die jetzt mit einer Hand auf? Ach, guck mal, die haben klug. Die sind klug. Die haben den, ah, die Lasche unten. Okay, das ist mega klug. I love that. Machen wir jetzt mal auf, hoffentlich. So. Innen genauso hier mit so einem Kupfer-Orange foliert wieder. Oh, das raschelt so doll. Moment, ich nehme das mal weg. Nehme das hier mal weg. Karton. Tschüss. Paket weg. Palette da. Ich erinnere mich nicht mehr so wirklich. Ich merke auf jeden Fall, dass sie echt schwer ist, dafür, dass sie relativ klein ist. Sie stinkt ein bisschen nach Plastik, aber es liegt, glaube ich, einfach an der Verpackung. Und die lag da halt 2 Monate drin, also ist schon okay. Jetzt machen wir die mal auf. Ich hoffe, sie gefällt mir noch so genauso gut wie damals. Es ist halt 3 Monate her, als ich sie bestellt habe. Deswegen, I don't remember, actually. Nein, okay, ich liebe sie noch genauso wie vorher. Ich finde sie wunderschön. Das ist so die perfekte Herbstpalette. Also beim Pressing hat das hier tatsächlich so ein bisschen gelitten, sieht man bei dem Khaki und diesem Blau. Aber... die sieht wunderschön aus. Ich bin sehr verliebt. Ich bin sehr versucht, sie zu swatchen. Allerdings, glaube ich, wird das ein bisschen viel für einen Arm. Also deswegen lassen wir das vielleicht mal. Aber ich bin sehr gespannt. Auch diese ganzen verschiedenen Arten. Einfach, dass hier so ein groberes Glitzer. Und hier sind diese Schimmer, die super schön. Ich würde am liebsten schon wieder blau nehmen. Aber ich habe gerade erst blau gemacht. Und ich würde trotzdem schon wieder gerne. Ich glaube, ich gehe heute mal in diese Rot- und Lila-Richtung. Auch wenn ich diese Blautöne und Grüntöne super geil finde. Das ist alles, was ich sehr schön finde. Weil ich das auch von der Ordnung sehr harmonisch finde. Weil man hier die helleren passend zu den dunkleren Tönen hat. Ich mag das sehr, sehr gerne. Es wirkt für mein Auge sehr, sehr harmonisch.
harmonisch und passend zusammen. War eigentlich ursprünglich für mich eine sehr, sehr schöne Herbstpalette, aber es ist Dezember. Lass nicht drüber reden. War ein bisschen spät, aber auf jeden Fall finde ich diesen Ton ja auch super, super vielversprechend, auch für Weihnachten. Auch so in der Kombination, glaube ich, wird das schon ein bisschen Christmassy möglich sein. Aber wir versuchen jetzt als allererstes mal diesen Concealer. Ich musste nur schon mal die Palette zeigen, weil ich war schon so excited about this. Das ist der Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer in der Farbe Fair 20N. Ich hoffe, dass die Farbe passt, weil ihr wisst, alle online schwierig. Dermatologisch getestet, ölfrei, glutenfrei, parabenfrei. Oh, wow. Parabenfrei und für alle Skin-Typen geeignet. Langtragender Full-Coverage-Concealer mit Hyaluron. Infused. Ach, Deutsch, ne? Oh, schwierig, ey. Deutsche Übersetzung von sowas immer. Natürliches und frisches Ergebnis. Okay, wir versuchen das Ganze mal. So sieht's aus. Habe es, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich hoffe mal. Bin super, super gespannt, weil ich, wie gesagt, ich hatte noch nie was in Colourpop, weil Shipping und so. Okay, der Applikator ist irgendwie kleiner als erwartet. Der ist auch ganz flach. Oh, stinkt ganz schön. Sehr alkoholisch beißend irgendwie. So wie Farbe. Ich kann es gar nicht erklären. Also, weiß nicht. Einen guten Abstreifer immerhin drin. Das finde ich gut. Oh, dieses Geräusch. Ui. Also, sehr hoch. Uiuiui, ich hoffe, der verfliegt. Der ist nicht sehr angenehm. Also, dann ist es wirklich halt nicht parfümiert. Wir versuchen den jetzt mal. Ich hoffe, dass er jetzt nicht eine Katastrophe ist. Dann weine ich nämlich. Ich trage den hier mal so auf. Ich habe nämlich aktuell super krass Augenringe, weil ich super, super schlecht schlafe. Deswegen nehmen wir jetzt auch eine ganze Menge mal davon. Wir sind es, glaube ich, an sich gar nicht schlecht. Schön biegsam, I like. Boah, viel Concealer, gib mir viel Concealer. So, mit der Full Coverage bin ich sehr gespannt. Hier unten war ja auch noch ein bisschen was. Die ganzen Masken immer. Ist hier so gerötet bei mir. Jetzt so, sehen wir ein bisschen crazy aus. Immer sehr schön. Ich würde hier unten, das ist mein Puderpinsel, Moment. Ich habe Pinsel gewaschen, by the way. Ich möchte ein Halleluja hören. Versuche das hier schon mal so ein bisschen zu blenden. Funktioniert da ganz gut. Geruch habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr so in der Nase. Wird der ganz schön peachy oder sieht das bei mir gerade einfach nur peachy aus? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Bis jetzt fällt mir gut. Die Augenpartie ist aber das, wo es mit steht und fällt. Also, Licht schon. Ich will eigentlich noch nicht. Komm, wir machen. Er soll Full Coverage sein. Also schauen wir mal. Ich fange mal hier hin. Doch. Okay, der. Oh ja, okay, der ist relativ deckend. Doch. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay, ich bin doch, ja, finde ich gut. Okay, der sieht sehr schön aus. Gerade zumindest. Bin mal gespannt, wenn er jetzt noch ein bisschen runtertrocknet und wenn wir den pudern. An sich sehr geile Coverage. Fällt mir gut. Aus der Nähe gefällt es mir. Aus der Ferne gefällt es mir auch. In der Kamera gefällt es mir auch. Das ist schon nicht unbedingt so einfach. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie, es ist sehr viel. Aber es fühlt sich nicht viel an. Versuchen das Ganze jetzt einmal ein bisschen zu pudern. Und dann fange ich jetzt einfach mal unter meinen Augen einmal an. Also es kriecht ein bisschen in die Fältchen, aber das ist normal. Ich finde den schön. Verdammt. Hätte es nicht irgendein Concealer sein können, den es hier einfach zu besorgen gibt? Der hat $9 gekostet, ist jetzt nicht so günstig, ist aber jetzt auch nicht so teuer. Also so ein Preis wie L'Oreal zum Beispiel. Der Unterschied ist halt, dass L'Oreal nicht cruelty-free ist. Colourpop ist sogar vegan und cruelty-free. Das hat doch schon mal, ich würde sagen, phänomenal gut funktioniert. Das sieht sehr schön aus. Bin mal gespannt, wie das am Ende des Videos aussieht. War bis jetzt absolutes Go for me. Machen wir jetzt mal weiter mit diesem Chalk Blush. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich daraus erwarten soll. Super Shock Cheek. Es ist ein Satin. Ist ein relativ großes Pöttchen, finde ich, für Blush. Also, das wird eine ganze Weile halten. Riecht. Auch unparfümiert, definitiv. Aber ich kann nicht erklären, wo das riecht. So ein bisschen nach so einer medizinischen Creme. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob irgendwer von euch dieses Serum kennt. Von Valea, dieses Matte Ultra Sensitive Serum. So riecht das ein bisschen. Ich mache hier so einen ganz klassischen angeschrägt. Ich habe ein bisschen Sorge, weil ich nicht weiß, was ich erwarten soll. Also es ist, wie gesagt, man sieht schon ganz gut, dass es nicht matt ist. Es ist ein sehr schöner Peachy-Ton. Es kommt jetzt auch nicht so krass viel, glaube ich, ab. Da ist bam, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich habe. Oh, okay. Sehr süß. Es ist sehr kontrolliert, weil sehr wenig abkommt. Aber dann ist es doch relativ pigmentiert. Doch, I like. Doch, oh ja. Also ist jetzt tatsächlich eher so eine Frühlingsfarbe. Aber ich benutze sie trotzdem auch gerne im Winter, weil ich mag halt movige Blushes nicht so gerne zu meiner Hautfarbe oder zu meiner Haarfarbe. Die Farbe ist sehr süß und ich mag, dass das so eine subtile Bewegung hat, ohne dass da so Glitzerpigmente drin sind, weil das halt sich sehr gerne hier so in den Poren absetzt. Ich kann schon wieder nicht aufhören mit Blush, das ist immer gefährlich. Sehr cute und subtil, I like. Gut, dann machen wir das Ganze hier schon mal wieder zu. Die Kitchen hier ist auch einfach super, so super süß. Hier so mit Goldfolie und so kleinen Schuppenornamenten, sage ich mal. Die sind ja hier innen auch nochmal drauf. Was mich irritiert, das gibt es ja auch als Lidschatten und das sind dann ja so
so, ich sag mal, Glitzer-Topper-Schimmer-Dinger. Es ist halt irgendwie komplett das Gegenteil, weil das hier natürlich sehr subtil ist und fast gar nicht schimmert. Es ist halt irgendwie so komplett ein anderes Produkt, ist aber trotzdem ein super Schock. Deswegen verwirrt mich das ein bisschen. Vielleicht ist das auch einfach nur mein Problem. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf andere Dinge, die nicht Blush sind. Auch wenn ich das gerne jetzt am besten über mein ganzes Gesicht geknallt hätte schon. Machen wir jetzt nicht, auch wenn das schön wäre. Wir machen jetzt weiter mit dieser Lidschattenpalette, bei der ich schon so excited war. Es fühlt sich so geil an. Es ist halt, es hat so eine ganz komische Haptik irgendwie. So ein bisschen so wie Putz von der Wand, aber mit so einem Soft-Touch. Es gibt auch manche Bücher, die so ein Soft-Cover haben. So fühlt sich das an und dann ist hier halt das so erhöht, die Schrift, und die ist dann nochmal so glänzend. Ich liebe so erhöhte Sachen ja und Haptik generell. Also das ist wieder voll mein Ding. Auf der Rückseite sind nochmal alle Farben aufgeschrieben, was ich auch super praktisch finde. Trotzdem hier auch noch beschriftet. Kein Spiegel. Finde ich jetzt ganz okay. Ich bin immer bei Spiegeln ein bisschen zwiegespannt. Einerseits finde ich es immer gut, wenn die einen Spiegel haben, weil sie dann halt sehr einfach zum Traveln sind. Zum anderen finde ich es dann immer blöd, weil man fast immer eigentlich ja irgendwo einen Spiegel hat und jede Palette braucht keinen Spiegel. Aber dann zu entscheiden, welche Palette bräuchte einen und welche nicht, ist halt immer so, da kannst du halt dann irgendwie schwierig dann irgendwie einen Kompromiss finden. Dementsprechend hätte ich bei der vielleicht jetzt trotzdem ganz schön gefunden, gerade auch, weil dann halt hier oben sehr viel Platz ist einfach, weil hier halt auch wirklich nur einmal der Name von der Marke steht. Und überall ist irgendwie schon Glitzer. Ich weiß gar nicht genau, von welcher Farbe das hier so abbröckelt. Sieht ein kleines bisschen ramponiert aus dafür, dass ich sie noch gar nicht benutzt habe. Aber ist okay. Die ist etliche tausend Meilen, Kilometer, was auch immer, im Ozean geschippert worden. Davon ist das, glaube ich, okay. Ich baller mir jetzt mal wieder meinen klassischen Off- und Oscar-Artem Eye Primer auf die Lider, damit wir da schon mal gucken können, was das Farbergebnis ist. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich würde gern, wie gesagt, wie immer fast jede Farbe gerne ausprobieren. Wird nicht funktionieren, aber ich glaube, wir werden da was großartig Gutes hinbekommen. So, ich bin gerade sehr unschlüssig, womit ich anfangen möchte. Ich habe, glaube ich, eine grobe Idee. Ja, nicht wirklich. Ich glaube, ich fange hier mal mit Everywhere an. Das ist so ein Braun, aber so leicht ins Rosastichige. Ich würde mich gerne die Farben darunter dann auch benutzen, weil dieses dunkle Rot finde ich super, super interessant. Ich gehe da mit so einem weichen Blendepinsel erstmal rein. Hier, kann ich die umklappen? Oh, nö, die kann man nicht umklappen. Oh, kacke. Okay, ja, ich hätte die gerne einmal so umgeklappt, das geht aber nicht. Also gehen wir hier einmal in Everywhere. Oh, da kommt ganz schön viel ab. Du musst jetzt erstmal vorsichtig. Okay. Aha. Vorsichtig, deine Mutter, denkt sich Colourpop. Das lässt sich sehr, sehr smooth verblenden. Okay, geil. Es wirkt jetzt auf dem Auge tatsächlich, finde ich, ein bisschen lachsfarbener als in der Palette. Was auch einfach vielleicht daran liegen kann, dass die Palette halt sehr lachsfarben, einfach die Verpackung ist. Dass die Farbe dann einfach da anders wirkt, was auch irgendwie logisch ist. Das geht wirklich super, super einfach. Die Farbe ist sehr weich. Also es wirkt sich so ein bisschen so an, als wäre die gar nicht richtig pudrig, sondern irgendwie so leicht cremig. Was ich sehr interessant finde. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich eine der perfektesten Alltagsfarben für mich, weil die so ein bisschen anders ist als meine Hautfarbe. Dass man einen Effekt sieht, ohne dass zu viel passiert, finde ich sehr geil. Gut, dann hätten wir die. Das war ja schon unglaublich einfach. Ich würde jetzt tatsächlich einmal hier in It's a Rush gehen. Das ist so ein bisschen orangestichiger noch. Ein bisschen, oh Gott, ein bisschen dunkler. Das ist sehr viel Produkt. Also da kommt wirklich krass viel ab. Das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Machen wir hier, oh. Okay, oha, okay, doch, ja. Ein richtig schöner Terrakotta-Ton. Glaube ich, hatte ich so auch gar nicht. Finde ich auch so eine Palette, die ist, finde ich tatsächlich sehr, sehr vielseitig, weil die halt, klar, ganz viel Nude oben, dieses obere Viertel, sag ich mal, hier so. Diese neuen Shades sind super, super natürlich und alltagstauglich und alles andere ist halt eine Erweiterung dazu. Und das finde ich sehr, sehr, sehr geil, dass man da sehr, sehr viel Möglichkeit hat. Und die ist sehr ergiebig, merke ich jetzt schon, weil man wirklich sehr wenig braucht. So, okay, und für meine Verhältnisse ist das hier ja schon super, super nude. Sind wir mal ehrlich, das ist schon sehr, sehr nude für meine Verhältnisse. Aber ich finde es sehr, sehr schön und es hat fantastisch gut funktioniert. Also man kann auch super leicht mit einem sauberen Pinsel hier einfach nochmal drüber blenden. Ich bin ganz ehrlich, die funktionieren jetzt schon besser als die von Love und Letizia, die Paletten. Sorry for the shade an dieser Stelle, aber meine ehrliche Meinung. Kommen wir jetzt mal weiter mit der Farbe, bei der ich sehr, sehr fasziniert bin. Und sie heißt tatsächlich Fascination, dieses dunkle Rot. Das ist natürlich eine Farbe, die ist wesentlich schwieriger als diese Farben. Ich bin mal gespannt, wie die performt. Mal so ein ganz kleinen Pointy Brush hier jetzt. Der ist von Ally und mit BH zusammen, die Nummer 8. Und gehe hier mal in Fascination. Oh je. Sehr viel. Ich klopfe mal ein bisschen ab. Es ist relativ pudrig, aber wir versuchen das jetzt mal. Ich habe jetzt bewusst so einen ganz, ganz kleinen Pinsel erstmal nur genommen, weil ich halt gesehen habe, wie weit sich die anderen verblenden ließen. Dann versuche ich das jetzt hier erstmal so ein bisschen kontrollierter aufzubauen. Und dann gehe ich hier nochmal mit so einem kleinen Blender. Das ist auch wieder aus der BH Collection mit Erleben. Das ist die 7. Und dann blende ich erstmal vorsichtig die Kante. Man merkt, dass der Widerstand größer, aber das war bei der Farbe auch zu erwarten. Die ist auch ein bisschen trockener als die anderen davor. Die Farbe ist geil. So, okay, also ich habe jetzt ein Auge fertig und die Blendarbeit war schon
bisschen Arbeit, ein kleines bisschen, aber ich glaube, das Ergebnis lohnt sich, würde ich mal behaupten. Es ist schon sehr, sehr hübsch. Ich mag die Farbe sehr, sehr gerne. Hier oben ist es ein ganz kleines bisschen patchy. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da täusche oder ob es das wirklich ist. Nein, ich glaube, ist okay. Ich mag dieses dunkle Rot total gerne. Kann sehr gut aufbauen, dass es wirklich dunkel wird. Was ich bei dieser Farbe sehr wichtig finde. Hat definitiv ein Drama. Ich würde jetzt einmal kurz das andere Auge machen, soweit wie das hier ist. Und dann bin ich gleich wieder da. So, wenn Schnitt ich jetzt richtig klug ist, hat sie hoffentlich das vorne von dem zweiten Auge gerade einmal in eine schnelle Zeitloop gemacht, damit ihr mal sehen könnt, letztendlich wie viel Aufwand das irgendwie doch war. Also das Ergebnis finde ich sehr schön jetzt schon mal, aber es, wie gesagt, die Arbeit dahin war ein bisschen... Yeah, it was a little bit of work. Aber das Ergebnis finde ich sehr, sehr schön und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf die ganzen Shimmer. Ursprünglich wollte ich noch in Lila gehen, aber ich glaube, ich lasse das, weil es natürlich auch einiges an Schimmer, die noch rot sind. Und ich glaube, das passt ganz gut. Hätte ich einmal Stormy und einmal New Moon. Jetzt beide einmal Swatch. Oh, okay, das ist sehr glittery. Und einmal New Moon. Oh, okay. Die haben eine sehr interessante Textur. Das hier ist einmal Stormy und das ist einmal New Moon. Ich werde das ja einmal ganz kurz auf meinem Handrücken swatchen. Ich glaube, man sieht, dass die von der Textur sehr unterschiedlich sind. Das hier ist ja Stormy, das ist... sehr glitterbasiert und das ist hier irgendwie mehr so toppermäßig, weil das halt eine leichte Farbe unten hat, aber von einem matten Shadow da drüber so ein Glitzerpigment drin ist. Es sieht halt aus, als wäre es zwei Shadows und eigentlich ist es einer. Sehr interessante Textur, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Bin ein bisschen ratlos gerade, wie ich das auftragen soll. Ich brauche erstmal ganz kurz ein Tuch für meine Finger. Oh Gott, das ist jetzt schon eine Hölle, das von meinem Handrücken runter zu bekommen. Ich klebe jetzt überall goldene Pigmente, ich freue mich. Super. Von New Moon. Aber ich möchte es so gerne ausprobieren. Das ist leider so das Problem gerade. Ich finde auch das True Gold da sehr interessant. Oh mein Gott, ich krieg das nie wieder runter. Ich möchte das jetzt auf mein Gesicht machen. Ich will das nie wieder los. Ich heule. Aber ist egal, ich möchte es ausprobieren. Ich bin jetzt sogar ein bisschen überlegen, wie, in welcher Reihenfolge ich das auf mein Gesicht mache. Also normalerweise mache ich immer ein bisschen heller nach innen und ein bisschen außen, ein bisschen dunkler. Aber an sich wäre vom Unterton New Moon dunkler. Aber es ist halt mit Goldpigment. Okay, ich glaube, ich mache erstmal hier so ein bisschen nochmal die Half-Cut-Crease. Ich glaube, das ist am einfachsten. Und dann überlegen wir danach gleich nochmal. Weil ich muss ja immer erstmal zwischendurch überlegen. Weil Pläne machen bei mir sowieso keinen Sinn macht, weil ich die sowieso immer regelmäßig über den Haufen werfe. Ich glaube, man sieht ganz gut hier am Make-up-Korrigierer-Tipp, dass das sehr krass pigmentiert ist. Das war jetzt gerade nur das kleine bisschen, was ich für die Cut-Crease abgenommen habe. Ich hoffe mal, dass das überhaupt funktionieren wird als Cut-Crease-Farbe. Vielleicht mache ich auch beide einfach ein bisschen übereinander. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, wir haben eine Cut-Crease und wie immer ist das jetzt eigentlich schon, finde ich, ein sehr, sehr schöner Look. Ich habe tatsächlich bei der Palette jetzt und generell bei den Sachen überlegt, ob ich ein komplett englisches Video mache. Einfach, weil man es kann und das ist ja letztendlich alles aus dem America kommt und dann dachte ich mir, vielleicht wäre das lustig, aber da war ich mir nicht sicher, ob ihr das gut finden würdet. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, mal ein komplett englisches Video von mir zu sehen oder zu hören. Hören ist ja vor allem das Ding dann an dem Punkt. I don't know, wie gesagt, für mich wäre es, glaube ich, kein Problem, auch wenn es für mich ungewohnt wäre, vor der Kamera komplett Englisch zu sprechen, aber ich denke, ich dürfte es hinbekommen, so ist es nicht, so schlecht ist mein Englisch eigentlich nicht. Why not, you know, why not? Okay, jetzt bin ich immer noch bei der Farbnummer-Sache irgendwie bei demselben Problem, was nicht so toll ist. Komm, wir versuchen jetzt erstmal New Moon, dieses I don't know, whatever. Und ich fange jetzt einfach mal hier in der Mitte an. Oh mein Gott, ich liebe es. Okay, oh, ich liebe es. Das ist die ultimative Herbstfantasy, diese Farbe. Wenn irgendwas noch mehr Herbst schreien kann als das hier, weiß ich auch nicht. Das ist einfach perfekt. This is everything. 12 out of 10. Ich liebe es. Geil. Oh mein Gott, ist dieser Reflex allein schon geil. Ich versuche jetzt mal vorher nochmal ganz kurz, bevor ich in die Kante muss, ich auf jeden Fall mit einem Spongy oder so. Versuche jetzt nochmal Stormy. Das ist ja dieses Glitter. Und setze das mal hier so hinten an die Kante. Oh, ist auch schön. Oh, ist auch schön, doch. Das ist halt ein bisschen mehr rosastichig. Das ist weniger in diese Orange-Richtung gehende. Aber das war mir klar, weil das auch von der Farbaufteilung Sinn macht. Weil das ist halt direkt über dem Rot Stormy. Das ist rötlicher. Dementsprechend ist das hier ein bisschen orangestichiger. Oh, ich liebe diese Sortierung. Das macht perfekten Sinn für mich. Und mein Künstlergehirn ist so glücklich, gerade was das angeht. So, Spongy. Da fällt mir gerade ein. Spongys habe ich, glaube ich, nicht alle gewaschen. Aber der hier sieht sauber aus. Dementsprechend gehe ich jetzt mal mit dem in New Moon und bin sehr gespannt, inwiefern das funktionieren wird. Oh, okay, das funktioniert grandios gut. Das packt besser als mit dem Finger. Oh mein Gott, das ist einfach Herbsthof-Fantasie. Jeder, der weiß, was ich gerade meine, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt? Ja, es ist eine Book-Reference, okay? Es ist eine Buchreferenz. Jetzt habe ich so gut wie gar kein Fallout. Das irritiert mich richtig hart. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gerade bei so Glitter-Sachen ist das absolut nicht selbstverständlich. Ich weiß natürlich nicht, wie das so ins Beispiel reinschauen ist. Und sieht das wahrscheinlich
wieder ein bisschen anders aus. Nope. Also die Farbkombi gefällt mir gerade so gut. Ich bin gerade so glücklich. So krass. Okay, dann mache ich dasselbe jetzt nochmal auf der anderen Seite. Mit dem Inner Corner muss ich gerade nochmal kurz überlegen. Ein paar Sekunden später. Okay, es fühlt sich einfach an, als wäre es so 3 Sekunden später. Einfach nur, es ging super, super schnell. Ich finde es super, super schön. Ich bin auch sehr unsicher, was ich auf der unteren Wasserlinie mache. Darüber reden wir später. Wir gucken jetzt erstmal das Inner Corner. Ich habe hier ein sehr krasses, super, super krasses Gold. Surrender. Oder so ein hellen Pfirsichschimmer, der heißt Reunion. Das wäre der hier. Eine richtig helle Farbe, sowas wie Silber oder so, gibt es da drin nicht. Deswegen bin ich etwas irritiert. Oder Love Song, das ist so ein bisschen helleres Gold. Ich schwanke zwischen diesen beiden, also zwischen Love Song oder Reunion. Das Gold würde halt gut zu diesen Reflexen hier drin passen, aber es gibt halt auch so orangige Reflexe. Ich glaube, ich bleibe mal in diesem orange-stichigen und nehme hier mal so einen kleinen Packbrush und gehe mal in Reunion. Das ist der hier oben. Ist halt auch dieselbe Shade Range. Setzen das hier mal vorne hin. Ich hätte tatsächlich noch irgendwie sehr gerne einen ganz hellen Glitter gehabt. Ob es ein ganz helles Gold oder ein ganz helles Silber gewesen wäre, wäre mir jetzt in dem Punkt egal gewesen. Ja, ist ganz okay, haut mich nicht um. Also ja, die Farbe ist schön, aber in der Kombination haut es mich einfach gerade nicht um. Was ich eigentlich auch erwarten konnte. Entsprechend ziehe ich jetzt hier mal dieses New Moon. Meine, glaube ich, persönliche liebste Farbe bis jetzt aus dieser Palette. Einfach, weil die so besonders ist. So, ein ganz kleines bisschen Fallout habe ich jetzt unterm Auge. Aber es ist wirklich ganz minimal. Das geht tatsächlich komischerweise gut weg, was mich ein bisschen wundert. Weil das halt auf meinem Handrücken zum Beispiel super, super stressig war. Fühlt immer noch, ja, es ist immer noch da, lass nicht drüber reden. Wir machen jetzt erstmal die untere Wasserlinie. Ja, ich nehme einfach das dunkle Rot und smoke das dann mit diesen anderen beiden Tönen noch ein bisschen aus. Ich bin mal sehr gespannt, wie krass dieses Rot stained wird. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Gerade so, wenn ich es am Unterauge mache, könnte ich dann natürlich richtig, richtig hart krank danach aussehen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich werde mal dann berichten. Am besten für euch jetzt, für mich später. Also bitteschön, Zukunfts-Ich, there you go. Vielen Dank, Vergangenheits-Ich. Tatsächlich hat es gar keinen Stain hinterlassen. Es ist einfach perfekt wieder abgegangen und ich bin sehr dankbar dafür. Und mein Arm sah auch nur ein bisschen doppelglitzert aus, aber sonst war da auch keinerlei Stain. Außer von dem Violett so ein ganz kleines bisschen, was ein bisschen blöd war, weil es ein bisschen aussah, als hätte mich jemand richtig hart am Arm so angepackt. Häusliche Gewalt war es Gott sei Dank nicht, es sah nur so ein bisschen so aus. Und damit wieder zurück zu dir, Vergangenheits-Ich. Okay, danke für das Update. Okay, wir haben Drama. Ich wünsche gerade, ich hätte 10.000 Augen, um diese ganzen Farben zu benutzen. Dieses Blau, dieses Grün, oh mein Gott, dieses Violett. Ich bin so excited. Eigentlich hätte ich die Violetttöne nehmen müssen. Weil Violett eine der schwierigsten Farben ist, immer zu produzieren. Aber ich dachte mir, wir machen da ein bisschen Rot. Eigentlich dachte ich, es wird dann weihnachtlich, aber es ist herbstfarben. Aber andersrum draußen sind 12 Grad. Also, we've got glitter, we've got drama, we miss highlighter. Wir nehmen auf Star Island. Immer gut, passt immer, liebe ich immer, nehmen wir. Ist scheiße teuer, ist sein Geld wert. Die Ofra kaufen wollen, kauft es bei Purish. Mit meinem Code kriegt ihr nochmal 15% Rabatt. Es ist ja auch bald Weihnachten. Also jeder, der Highlighter liebt, sollte solche haben. Wirklich, also das ist einfach schon eine andere Liga, finde ich persönlich. Aber ich glaube, da bin ich auch mit der Meinung nicht so exklusiv. Das ist jetzt eigentlich nicht so der perfekte Highlighter-Brush, aber ich weiß, dass der Highlighter mich dafür nicht enttäuschen wird. Dementsprechend ist das völlig irrelevant. Boom Shakalaka! Boom Shakalaka! Kinderhäuschen! So, ich kann schon wieder nicht aufhören. I got a problem, I know. Okay, dann würde ich jetzt, glaube ich, einmal ganz kurz Lashes machen und dann bin ich gleich nochmal wieder da. Dann können wir nämlich nochmal über Lippen reden und dann bin ich gleich wieder weg und you will see. Irgendwann später. Okay, ich habe ein bisschen Lashes gemacht. Das sind die Melody Lashes in Mrs. Extra aus dieser Fluff Collection. Gibt's, by the way, auch bei Purish nur so als Tipp. Ich liebe die Melody Lashes und die sind halt so geil, weil die vorne so kurz hier sind und dann werden die so richtig fluffy und extra halt einfach. Also diese Lashes sind definitiv dynamisches Programm, würde ich sagen. Und ich finde es sehr, sehr schön. Ich bin immer die ganze Zeit auch überlegen, was ich auf die Lippen mache. Mache ich jetzt ein Nude oder mache ich ein Rot? Oh, mir fällt gerade, ich habe ein Dunkelbraun. Ja, stimmt, ich habe ein Dunkelbraun noch aus dem Purish Video. Den nehmen wir. Perfekt, wo ist der? Der Liquid Matte von Dose of Colors in der Farbe Chocolate Wasted. Aber ich brauche jetzt erstmal einen Lip Liner. Und mir fällt wieder ein, ich habe den falschen Lip Liner letztens nämlich gekauft. Ich hatte ja erzählt im letzten Video, glaube ich, dass mein einer dunkler Lip Liner fast leer ist und damit kriege ich keine Lippe mehr hin. Und ich dachte mir, ja, okay, hast du gekauft. Ich habe aber leider meinen helleren neu gekauft, weil es den anderen tatsächlich auch nicht gab. Und ich dachte, das war die Farbe. Was ist mit dem hier? Geht der vielleicht? Das ist so hell, ne? Oder? Ich habe nämlich noch einen von Gatsby. Den finde ich auch sehr gut. Ich nehme den von Gatsby mal. Das hier ist einmal von Gatsby, der Line Me Up Lip Liner in der Farbe Tell Me a Story. Auch einer meiner absoluten Lieblinge. Funktionieren sehr gut von Gatsby. Es gibt nichts gefühlt von Gatsby, was nicht gut funktioniert. Deswegen ein bisschen frustrierend und gleichzeitig sehr beruhigend. Lippen sind gelinert. Schön ist es nicht, aber macht nichts. Wir machen jetzt diese sehr dunkle Braun darüber. Und ich glaube, ich male meine Lippen gerade grandios doll über. Oh, I got a cry eye. Natürlich habe ich keine Wasserreste Mascara gerade.
So, okay. Wir haben jetzt sehr dunkle Lippen. Die sind gerade noch ein bisschen am Trocknen, weil eigentlich ist es ja ein Wanderliquid Lipstick und man sieht, der glänzt noch. Also das dauert noch ein bisschen. Aber ich habe bei dem ein bisschen Angst, wenn ich zu sehr die Lippen aufeinander presse, dass der halt so ein bisschen zusammenstickt, wenn er noch nicht richtig trocken ist und dann blättert die Farbe ab. Jetzt müssen wir mal hier kurz ein Fazit ziehen. Erstmal, was haben wir zuerst gemacht? Den Concealer. Bis jetzt, finde ich, sitzt der gigantisch gut. Wenn man ihn einmal gesettet hat, ist er nicht in die Fältchen gekrochen mehr. Farbe finde ich sehr schön. Deckkraft finde ich auch sehr gut, gerade wo ich jetzt doch aktuell sehr dunkle Augenschatten hatte. Wenn ihr jetzt sagt, es war nicht so dunkel, ich hatte davor schon Foundation drauf, das dürft ihr nicht vergessen. Die Farbe finde ich auch gut. Gott sei Dank, weil, wie gesagt, online Farbe aussuchen ist ja immer so ein bisschen wie russisch Roulette. Man kann eigentlich fast nur verlieren und auf jeden Fall kriegt man sehr hohen Puls dadurch. Dieses Blush finde ich auch super süß, auch wenn mich dieses Schock-Ding noch ein bisschen irritiert. War auf jeden Fall Georgette. Sehr, sehr schöne Farbe. I like very much. Also Chapeau an dieses Produkt. Bei dem weiß ich gar nicht mehr, was hast du denn gekostet? Hat $8 gekostet. War sogar noch günstiger als der Concealer. Und dann kommen wir zu dem neuesten Produkt und dem Grund, warum ich überhaupt jetzt finally bei Colourpop bestellt habe. Nämlich diese Palette kostet $34 oder hat gekostet. Dieses wunderschöne Herbstschätzchen hier. Ich liebe sie sehr. Ich finde die Farben sehr, sehr schön. Und ich liebe immer noch diese Anordnung. Sehr satisfying meiner Meinung nach. Und ich finde auch, dass sie sehr, sehr gut performt hat. Wie gesagt, die dunklen Shades waren ein bisschen Arbeit. Aber das bei dunklen Shades häufiger so. Dementsprechend finde ich das noch okay. Die Glitter finde ich fantastisch, wunderschön, großartig gut. Und die Naturtöne, sage ich mal, die ein bisschen einfacher sind, ein bisschen heller sind, haben sehr, 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 sehr gut performt. Ich bin so gespannt auf diese ganzen anderen Shades. Ich hätte am liebsten jetzt 10 Augen geschminkt, damit ich von jeder Shade Range sozusagen mal was ausprobieren kann, weil wie gesagt, das ist einfach gefühlt meine Palette. Diese Farbe war ja okay, die liebe ich, dieses Lila finde ich super spannend, diese ganzen Blautöne, oh mein Gott, mach hier dieser Duochrome Thunder. Oh mein Gott, I can't. Und auch diese ganzen grünen Töne, gerade dieses Khaki und dieses Gold hier. I love. Und ich kann nur sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Klar, es hat eine ganze Weile gedauert und dieses ganze Taxes und Auslegegebühr oder wie auch immer das Ding jetzt heißt, macht nicht so viel Spaß. Aber die Produkte sind tatsächlich echt richtig, richtig gut. Gerade dieser Concealer hat mich umgehauen und ich bereue es ein bisschen, dass ich den so gut finde. Einfach, weil wenn ich den nachkaufen will, ja, uff, ne? Aber der hält ja Gott sei Dank eine Weile. Wenn ihr wirklich irgendwie was von Colourpop bestellen sollt, macht es am besten irgendwie in einer Sammelbestellung mit Freunden zum Beispiel zusammen. Oder mit mir. Schreibt mir, wenn ihr was braucht. Dann bestellen wir zusammen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieses doch sehr verspätete Review-Video zu diesen Produkten gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch diese Produkte gefallen und ob ihr Erfahrung mit Colourpop habt und wenn ja, wie die sind. Wenn ihr noch nicht abonniert dieses Kanal seid, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr es werdet. Das unterstützt mich immer sehr und euch kostet es nichts. Ich werde gleich auf jeden Fall nochmal ein paar Fotos von diesem Look machen für meinen Instagram-Kanal. Wahrscheinlich werde ich da geroastet, weil ich wieder anfange, Herbstlooks zu schminken und nicht Weihnachtslooks, weil heute ist der 15. Dezember, also in 9 Tagen ist Weihnachten. Wir sehen, es ist nicht unbedingt Weihnachten. Ich hätte wahrscheinlich dann mehr Gold nehmen müssen dafür, aber I don't want to, so ja. Yeah. Aber ich hoffe, wir sehen und unterhören uns dann auf jeden Fall noch auf Instagram. Bis dahin wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Vor- und Weihnachtszeit, kommt vielleicht auch noch gut ins neue Jahr oder seid schon gut im neuen Jahr, wann auch immer ihr dieses Video seht. Take care und ich wünsche euch, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und bis bald, ihr Lieben, macht's gut. Oh, mein Auge tränt hier gerade. Warum tränst du denn, du kleine Zicke? Was ist denn mit dir? Ist doch gar nichts. Warum fängst du jetzt an zu weinen? Ich meine, kann ich verstehen, aber...